Servus Leute, ich bin's der Andi und heute gibt es ein neues Video von mir, also seit längerem mal wieder ein Video, wo man mich hier sieht und nicht nur meine Fortnite und FIFA Videos, also die Livestreams und so. Und zwar, wir kommen gleich zum Punkt. Wir haben uns entschieden, ein paar Campusmasken zu verkaufen. Ich werde es euch zeigen, aufsetzen werde ich nichts und euch ein paar Infos dazu geben. Ja, auf jeden Fall kann es auch schon mal direkt losgehen. Und dann fangen wir an mit Campusmaske Nummer 1. So, das ist zum ersten die hier. 2008, Baujahr. Schnitzer, Oberer. Keine Ahnung von wo der kommt. Ist ja egal. Auf jeden Fall wird sie jetzt verkauft für, ja, was weiß ich, 250, 200 sozusagen. Und ja, zwei Saisons sind damit gelaufen worden mit dieser Maske. Grüne Lids. Ja. Ja, ich weiß nicht, sonst mehr. Keine Infos. Ja, moin. Das kommt gleich. So. Dann. Ich kenne sowieso schon alle, also muss ich nicht so viel zu denen sagen. Guckenberger Maske, keine Ahnung, wann die geschnitzt worden ist. Noch nie damit gelaufen. Auch so 200 bis 250, vielleicht sogar mindestens 150. Aber da könnt ihr euch ja mal auch an meinen Bruder wenden. Bei Krampus Philipp. Ist jetzt nicht mehr so auf YouTube aktiv, aber vielleicht schreibt ihr mal einfach in die Kommentare. Und vielleicht sieht er ja mal was. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall zur dritten Maske. Das ist der Kollege hier, Grundaler. 2016, 17 so wurde sie geschnitzt. 7 echte Hörner, rote Läds. Und ja, wird jetzt auch verkauft auf jeden Fall, so maximal 600 bis 650 Euro. Der Preis könnte angeblich noch steigen, was ich so vom Schnitzer gehört habe, bis so, angeblich ist die sogar 900 wert, aber ich mache 600 bis 650 Euro und dann wird das auf jeden Fall gut hinhauen. Ja, und im Ganzen nicht weiter. Keine weiteren Infos zur Maske. Also wie gesagt, falls ihr Interesse habt von der Maske, also von den anderen Masken, die noch kommen, dann einfach melden. Und die Schnitze habe ich ja eben mal dazu gesagt, also ja. Könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben und mit einem Schnitzer einfach eure Maske zuschauen, die ihr wollt von mir. Dann die hier, wurde letztes Jahr geschnitzt vom Seidel Sepp. Wird jetzt auch verkauft, so 650 bis 700 Euro. Habe sie mir letztes Jahr erst geschnitzt, also geschnitzen lassen. Und gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. So sieht es hier aus und das. Es ist nicht so ein tolles Stück wie der Grundaler, aber ja. So, und das Beste kommt natürlich zum Schluss. Und zwar dieser Bruder hier, der wird nicht verkauft, aber ich zeige ihn nochmal, aber falls wer Interesse hätte, bei einem guten Angebot, aber nur bei einem sehr guten Angebot, wäre dieser Kopf zu haben. Aber nur bei einem ganz, ganz guten Angebot. Sonst würde er nicht verkauft. Also ganz zuerst mal unter 400 geht erstmal überhaupt nichts, also eher so 500 bergauf. Dann würde ich ihn auf jeden Fall hergeben, aber unter 400 oder 500 geht nichts. Sorry auf jeden Fall, dass ich dieses Video jetzt nur so kurz mache. In nächster Zeit wird auf jeden Fall wieder ein paar Streams kommen. Morgen wird es dann meine FIFA Rewards noch geben. Meine Gold 3 Rewards und
Wenn ich mir das Team of the Week jetzt mal anschaue, sind auf jeden Fall gute Spieler dabei. Auf jeden Fall ein krasses Backup übernehmen. Schaltet zum Livestream ein. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in meinen auf meinen Account Packs ziehen. Also ich meine jetzt auf meinen YouTube-Kanal. Also im Livestream könnt ihr auch über SharePlay eure Packs aufmachen, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich mal sagen, bis morgen. Ciao.